Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder dessen, das oben im Himmel, noch dessen, das unten auf Erden, noch dessen, das in den Wassern unterhalb der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der der Heimsucht der Väter Missetat, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist aus der Bibel, Exodus, zweites Buch Mose, Kapitel 20. Das nächste Kapitel in Alexander Hislops von Babylon nach Rom heißt Bräuche und Zeremonien. Und es geht hier um Götzendienst, es geht hier um Reliquienverehrung und Götzenprozessionen, so heißt der erste Teil, der erste Abschnitt des Kapitel 5, Bräuche und Zeremonien, auf Seite 157 für diejenigen, die im PDF mitlesen wollen. Willkommen zur nächsten Lesung von Babylon nach Rom, dem Buch von Alexander Hislop aus den 1850er Jahren, mit Jörg von Joggler 66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Wer den Bericht über die letzte Götzenprozession in der schottischen Hauptstadt in History of the Reformation von John Knox gelesen hat, hat sicherlich nicht die Tragikomik vergessen, mit der sie endete. Das Licht des Evangeliums hatte sich weit verbreitet, die päpstlichen Götzen hatten ihren Zauber verloren und überall wuchs die Antipathie des Volkes gegen sie. Schreibt ein Historiker, die Bildnisse wurden in allen Teilen des Landes entwendet und in Edinburgh wurde jenes große Götzenbild namens St. Giles, der Schutzheilige der Hauptstadt, zuerst am North Lock ertränkt, danach verbrannt, was in der ganzen Stadt keine geringe Unruhe auslöste. Ende Zitat. Die Bischöfe forderten vom Stadtrat, Zitat, ihnen den alten St. Giles wieder zu beschaffen oder aber auf ihre eigenen Kosten ein neues Bild anzufertigen. Ende Zitat. Der Stadtrat konnte das eine nicht tun und weigerte sich absolut das andere zu tun, denn sie waren jetzt hinsichtlich der Sünde des Götzendienstes überzeugt. Die Bischöfe und Priester jedoch waren immer noch auf ihre Götzenbilder versessen, und als sich der Jahrestag des Festes des St. Giles nahte, an dem der Heilige gewöhnlich an der Prozession durch die Stadt getragen wurde, beschlossen sie, ihr Bestes zu tun, damit die gewohnte Prozession mit so viel Pomp wie möglich stattfinden konnte. Zu diesem Zweck wurde von den Franziskanern ein Marmosettbildnis geliehen, welches das Volk spottend den jungen St. Giles nannte und das an der Stelle des Alten dienen sollte. An dem bestimmten Tag, so Knox, Zitat, versammelten sich Priester, Mönche, Domherren mit Handtrommeln und Trompeten, Fahnen und Dudelsäcken und niemand anderes als die königliche Regentin selbst war da, um die Gruppe mit all ihren Klosterbrüdern zu Ehren dieses Festes anzuführen. Nach Westen ging es und sie kamen die High Street herab, herunter zum Canal Cross. Ende Zitat. Nach Westen ging es, ja. Das heißt mit anderen Worten, sie kamen aus dem Osten. Ja? Da fängt's schon mal an. Solange die Königin anwesend war, lief alles zur Zufriedenheit der Priester und ihrer Parteigänger ab. Kaum hatte sich Majestät jedoch zum Speisen zurückgezogen, als einige in der Menge, die die ganze Angelegenheit mit bösem Blick verfolgt hatten, Zitat, sich dem Götzenbild näherten, als wollten sie helfen, es zu tragen. Und als sie die Trage auf ihren Schultern hatten, begannen sie dabei zu wackeln, in der Meinung, dass dabei der Götze herunterfallen würde. Dafür waren jedoch Vorkehrungen getroffen, es wurden durch eiserne Nägel verhindert, mit denen er an der Trage befestigt war, und so begann jemand zu schreien, »Herunter mit dem Götzen! Herunter damit!« Und ohne Zögern wurde er heruntergezogen. Die Schirmherren der Priester prahlten zunächst, aber dann sahen sie die Schwäche ihres Gottes. Denn einer nahm ihn bei den Fersen, schlug seinen Kopf auf das Pflaster, wodurch Dagon ohne Kopf und Hände blieb und sagte, »Feuer über dich, du junger St. Giles! Dein Vater hätte 4 solcher Schläge ertragen!« Angesichts dessen flohen die Priester und Mönche wohl schneller als bei Pinky Klüg.
Man hätte dort einen so plötzlichen Tumult sehen können, wie selten einer unter dieser Sorte Männer in diesem Reich gesehen wurde, denn die Kreuze wurden niedergestellt, das Chorhemd abgelegt, runde Kappen stießen mit Kronen zusammen. Die Franziskaner sperrten Mund und Ohren auf, die Dominikaner schnauften, die Priester keuchten und flohen, und glücklich war der, der zuerst das Haus erreichte, denn solch ein plötzlicher Tumult war nie zuvor unter der Generation des Antichristen in diesem Reich aufgekommen. Ende Zitat. Eine solche Götzenprozession bewirkte unter einem Volk, das begonnen hatte, das Wort Gottes zu studieren und an ihm Gefallen zu finden, zur nur Entrüstung und Verachtung. In päpstlichen Ländern hingegen zählen solche Prozessionen unter Menschen, die sorgfältig im Dunkeln gehalten werden, zu den beliebtesten Mitteln der römischen Kirche, um ihre Anhänger an sich zu binden. Die langen Prozessionen, bei denen Statuen auf den Schultern von Männern getragen werden, die prächtigen Gewänder der Priester und die unterschiedlichen Ordenskleider der Mönche und Nonnen, die wehenden Banner und ergreifenden Melodien instrumentaler Musik, sofern man all das nicht von nahem betrachtet, ist es gut geeignet, um das weltliche Gemüt annehmbar zu unterhalten, um die Liebe zum Malerischen zu befriedigen und dem Zweck des geistlichen Despotismus zu dienen, wenn die dadurch hervorgerufenen Gefühle durch die Bezeichnung Frömmigkeit und Religion beschönigt werden. Dementsprechend hat sich der Katholizismus von jeher großzügig solcher Festzüge bedient. Bei freudigen Gelegenheiten trachtet es danach, die Ausgelassenheit und die Erregung, die durch solche Prozessionen entstehen, in den Dienst seiner Götzen zu stellen. Und in Zeiten des Leidens benutzt es dieselben Mittel, um die Mengen, die sich in der Prozession drängen, das tiefere, kummervolle Wehklagen zu entlocken, als ob allein die Lautstärke des Weinens das Missfallen eines zu Recht beleidigten Gottes abwenden würde. Gregor, allgemein als der Große bezeichnet, scheint der Erste gewesen zu sein, der diese religiösen Prozessionen in großem Maßstab in die römische Kirche einführte. Als im Jahr 590 die Hand Gottes durch die Pest schwer auf Rom lastete, ermahnte er das Volk, sich öffentlich in demütiger Bitte an Gott zu vereinigen. Er bestimmte, dass sie sich bei Tagesanbruch in 7 verschiedenen Gruppen treffen sollten, entsprechend ihres Alters, ihres Geschlechts und ihrer Stellung, und in 7 verschiedenen Prozessionen gehen sollten, während sie die Litaneien oder Bittgebete aufsagten, bis sie alle an einem Ort zusammentrafen. Das ist der Ursprung der sogenannten Litania Septemplex, der siebenfachen Litanei Roms. So geschah es, und sie zogen umher und sangen und sprachen, Zitat, »Herr, erbarme dich unser«, Ende Zitat, wobei sie nach dem Bericht des Baronius auf Gregors ausdrücklichen Befehl hin ein Bildnis der Jungfrau mittrugen. Schon die Vorstellung solcher Prozessionen war eine Beleidigung für die Majestät des Himmels. Es bedeutet, dass Gott, der Geist des, Zitat, mit fleischlichen Augen sah, Ende Zitat, und dass er durch die beeindruckend malerische Art eines solchen Schauspiels so bewegt wurde, wie vielleicht sinnliche Sterbliche. Als Versuch hatte es nur dürftigen Erfolg. Innerhalb einer Stunde fielen dabei 80 Personen zu Boden und hauchten ihren letzten Atemzug aus. Und doch wird dies nun den Briten als die vorzüglichere Weise vorgehalten, den Zorn Gottes in einer Zeit nationalen Leides abzuwenden. Dr. Wiseman sagt über die indischen Unglücksfälle. Bevor ich da reingehe, eben ein bisschen Erklärung, wer Dr. Wiseman ist, wer die Lesung verfolgt hat von Tom Fress auf Inquisition Update, Rome and Civil Liberty, das fantastische Buch von dem Protestanten James Edgen Wiley. Der kennt den Dr. Wiseman, den Kardinal, der dafür verantwortlich war, den Katholizismus in England wieder einzuführen. Also das Zitat, was er jetzt führt, ist von großer Wichtigkeit, weil er war derjenige, der die Diözesen in England wieder aufgerichtet hat und England vom Protestantismus hat abwenden lassen in den 1850er, 1860er Jahren. Also Dr. Wiseman sagt über die indischen Unglücksfälle, Zitat, »Wäre dieses große Unglück auf unsere Vorväter in katholischen Tagen gekommen, so hätte man sehen können, wie durch die Straßen dieser Stadt, London, in jeder Richtung Bußprozessionen ziehen, die wie David klagen, als die Pest das Volk geschlagen hatte.« Ende Zitat.
Wenn diese Anspielung auf David irgendeine Bedeutung hat, so muss sie einschließen, dass David in der Zeit der Pest eine solche Bußprozession anführte. Doch Dr. Wiseman weiß, oder sollte wissen, dass David nichts dergleichen tat, dass sich seine Reue nicht durch so etwas wie eine Prozession und schon gar nicht eine Götzenprozession ausdrückte wie in den katholischen Tagen unserer Vorväter, zu welchen zurückzukehren wir eingeladen werden. Dieser Bezug auf David ist also lediglich ein Vorwand, um diejenigen zu verleiten, die nicht die Bibel lesen. Man kann immer betrogen und belogen werden, wenn man nicht die Bibel liest. Deswegen kann sich Cardinal Wiseman so etwas erlauben, weil auch schon damals gab es viele Leute, die lieber was anderes lasen als die Bibel. Und heute, na, da fange ich besser gar nicht erst drüber an zu erzählen. Das ist ja noch viel schlimmer. Aber man kann halt die Leute, die nicht die Bibel lesen, durch irgendeine Bußprozession oder irgendwas, die Leute verleiten, um solche Dinge dann auch zu glauben. Ja? Also, dieser Bezug auf David ist also lediglich ein Vorwand, um diejenigen zu verleiten, die nicht die Bibel lesen, als ob solche Bußprozessionen durch irgendeine Vollmacht in der Schrift gestützt würden. Die Times traf in einem Kommentar über diese Empfehlung des päpstlichen Würdenträgers den Nagel auf den Kopf. Das Journal schreibt, Zitat, die historische Vorstellung ist einfach genug und außerdem uralt. Wir finden sie bei Homer, die Prozession von Hekuba und den Damen von Troja zu dem Schrein der Minerva in der Akropolis dieser Stadt. Ende Zitat. Es war eine Zeit des Schreckens und Entsetzens in Troja, als Diomedes mit unwiderstehlicher Macht alles vor sich her vertrieb und der Sturz der stolzen Stadt schien auf der Hand zu liegen. Um das offensichtlich unvermeidbare Schicksal abzuwenden, wurde die trojanische Königin göttlich angewiesen, Zitat, den versammelten Zug von Trojas Obermatrone zu Minervas Tempel zu geleiten. Ende Zitat. Und dies tat sie auch. Zitat. Sie selbst führt die lange Prozession an. Majestätisch langsam schreitet der Zug voran. Als sie zu Ilions höchstem Turm gelangen und ehrfurchtsvoll die hohe Kuppel des Palladiums erreichen, wartet dort Athenors Gattin, die schöne Theano, Pallas Priesterin, und entriegelt die Tore. Mit erhobenen Händen und inständig bittenden Augen erfüllen sie die Kuppel mit flehenden Schreien. Ende Zitat. Dies ist ein exakt zutreffender Präzedenzfall für Bußprozessionen im Zusammenhang mit Götzendienst, wie man ihn vergeblich in der Geschichte Davids oder irgendeines anderen alttestamentlichen Heiligen suchen wird. Religiöse Prozessionen und insbesondere Prozessionen mit Statuen sind rein heidnisch. Ob es nun Freuden- oder Trauerprozessionen sind, das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Deswegen habe ich ja die Lesung angefangen mit dem Bibelzitat aus dem zweiten Buch Mose über Götzendienst. Im Wort Gottes finden wir zwei Fälle vor, in welchen Prozessionen mit göttlicher Zustimmung praktiziert wurden. Vergleicht man jedoch das Ziel dieser Prozession mit dem eingestandenen Ziel und Charakter römischer Prozession, so wird man feststellen, dass zwischen ihnen und den Prozessionen Roms keine Analogie besteht. Die zwei Fälle, auf die ich mich beziehe, sind die 7 Tage dauernde Umrundung Jerichos und die Prozession anlässlich des Transportes der Bundeslade Gottes von Kirjat Jearim in die Stadt Davids. Im ersten Fall waren die Prozessionen, wenn auch von den Symbolen des Gottesdienstes begleitet, nicht als Handlung religiöser Anbetung gedacht, sondern waren eine wunderbare Art der Kriegsführung, bei deren außergewöhnliches Eingreifen der göttlichen Macht gewährt werden sollte. Im anderen Fall ging es lediglich darum, die Bundeslade, das Symbol der Gegenwart Gottes, von der Stelle, an der sie lange Zeit im Verborgenen gelegen hatte, an den Ort zu transportieren, den der Herr selbst als Bleibe ausgesucht hatte. Und zu einer solchen Gelegenheit war es nur angemessen und passend, dass die Überführung mit aller religiösen Feierlichkeiten vollzogen wurde. Dies waren jedoch einfach gelegentliche Dinge, die überhaupt nichts mit den römischen Prozessionen gemein haben, welche einen regelmäßigen Teil der päpstlichen Zeremonie bilden. Obwohl jedoch die Schrift
über religiöse Prozessionen nicht als anerkannten Gottesdienst spricht, erwähnt sie von Zeit zu Zeit heidnische Prozessionen, die auch von Statuen begleitet wurden. Und lebhaft stellt sie die Torheit derer bloß, die sich etwas Gutes von Göttern erwarten können, die sich nicht von einem Platz an den anderen bewegen können, wenn sie nicht getragen werden. Über die Götter Babylons sagt der Prophet Jesaja in Kapitel 46 aus der Bibel, das werde ich gleich mal zitieren, Verse 6 bis 8, Jesaja 46, 6 bis 8, Zitat. Die Gold aus dem Beutel schütteln und Silber mit der Waage darwegen, sie dingen einen Goldschmied, dass er ihnen daraus einen Gott mache, vor dem sie niederfallen, ja, den sie anbeten. Sie nehmen ihn auf die Achseln, tragen ihn und stellen ihn an seinen Ort, da steht er und bewegt sich nicht von der Stelle. Schreit jemand zu ihm, so antwortet er nicht, er hilft ihm auch nicht aus seiner Not. Bedenket das und ermannet euch und nehmet es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Ende Zitat. Auf den Skulpturen Ninives werden diese Prozessionen mit Götzen, die von Menschen auf den Schultern getragen werden, überzeugend dargestellt. Und sie dienen gleichzeitig als treffende Illustration der prophetischen Ausdrucksweise und der wahren Herkunft der päpstlichen Prozessionen. In Ägypten herrschte dieselbe Praktik. Bei der Prozession der Heiligtümer, so sagt Wilkinson, Zitat, trug man gewöhnlich die Statue der Hauptgottheit, zu deren Ehre die Prozession stattfand, zusammen mit der des Königs und den Bildern seiner Vorfahren, die man ebenfalls auf Männerschultern trug. Ende Zitat. Doch werden die Prozessionen im Allgemeinen nicht nur mit dem babylonischen System in Verbindung gebracht. Es liegen Hinweise vor, dass diese Prozessionen auf jenes äußerst verheerende Ereignis in der Geschichte Nimrods zurückgehen, das unsere Aufmerksamkeit schon sehr in Anspruch genommen hat. So sagt Wilkinson, Zitat, dass Diodorus von einem äthiopischen Fest des Jupiters spricht, bei dem seine Statue in einer Prozession getragen wurde, wahrscheinlich um der vermeintlichen Zuflucht der Götter in jenem Land zu gedenken. Es könnte eine Gedenkfeier der Flucht der Ägypter mit ihren Göttern gewesen sein. Ende Zitat. Der Abschnitt bei Diodorus, auf den Wilkinson sich bezieht, sagt nicht sehr eindeutig, wozu die Statuen Jupiters und Junos, denn Diodorus erwähnt sowohl den Schrein Junos als auch Jupiters, jährlich in das Land Äthiopien getragen wurden und dann nach einer gewissen Aufenthaltszeit dort wieder nach Ägypten zurückgebracht wurden. Vergleicht man ihn jedoch mit anderen Texten der Antike, so erkennt man den Zweck sehr deutlich. Eustatius sagt, Zitat, manche meinen, dass, bei dem betreffenden Fest, die Äthiopier die Statuen des Zeus und anderer Götter aus dem großen Tempel des Zeus in Theben zu holen pflegten. Mit diesen Statuen zogen sie zu einer bestimmten Zeit in Libyen umher und feierten ein prächtiges Fest für 12 Götter. Ende Zitat. Dass das Fest als äthiopisches Fest bezeichnet wurde und die Äthiopier diejenigen waren, die die Götzen sowohl vortrugen als auch wieder zurückbrachten, weist darauf hin, dass es äthiopische Götzen gewesen sein mussten. Ägypten war, wie bereits erwähnt, der Macht Nimrods und folglich der Kuschiten oder Äthiopier unterstellt, als der Götzendienst in Ägypten eine Zeit lang aussetzte. Wenn daher alljährlich die Götzen in einer Gedenkfeier nach Äthiopien gebracht wurden, ins Land der Kuschiten, kann das nichts anderes sein als einfach die natürliche Folge der zeitweisen Unterdrückung der durch Nimrod eingeführten Götzenverehrung. In Mexiko, also wieder eine ganze Ecke weiter weg, finden wir einen Bericht über eine genaue Entsprechung zu diesem äthiopischen Fest. Komisch, ne? Dass man in Südamerika oder Mittelamerika, was ja Mexiko beinahe ist, ne, liegt ja unter den Vereinigten Staaten, also fast Mittelamerika, dass man da immer wieder vergleichende Rituale, Statuen und was ich nicht findet, wie in Europa oder in Nordafrika. Wie kann das denn mit der Evolutionstheorie? Hä? Naja. Dort wurden zu einer gewissen Zeit die Götterstatuen in einer Trauerprozession aus dem Land getragen, als ob man sich von ihnen verabschiedet, und nach einiger Zeit wurden sie dann mit jeder möglichen Freudenkundgebung dorthin zurückgebracht.
In Griechenland stoßen wir auf ein ganz ähnliches Fest, das einerseits mit dem äthiopischen Fest Ägyptens verbunden ist und andererseits dieses Fest in die engste Beziehung zu der Bußprozession von Papst Gregor bringt. Also Antichrist Gregor. So erwähnt Potter zunächst ein delphisches Fest zum Gedenken einer Reise Apollos. Und später lesen wir unter der Überschrift des Festes Apollonia folgendes. Zitat. Für Apollo in Ägialea aus folgendem Grund. Nachdem Apollo einen Sieg über Python errungen hatte, ging er nach Ägialea, begleitet von seiner Schwester Diana. Aber von dort floh er erschreckt nach Kreta. Danach wurden die Ägialäer von einer seuchenartigen Krankheit heimgesucht und auf den Rat der Propheten hin, die zwei beleidigten Gottheiten zu besänftigen, sandten sie 7 Knaben und ebenso viele Jungfrauen, um sie inständig zur Rückkehr zu bitten. Hier liegt die Wurzel der 7-fältigen Litanei von Antichrist Gregor, die ich davor schon kurz angeführt hatte. Apollo und Diana nahmen ihre Frömmigkeit an. Und es wurde Brauch, es wurde Tradition. Und die römisch-katholische Kirche baut nur auf Tradition, weil sie hat nicht das Wort Gottes. Und es wurde Brauch, ausgewählte Knaben und Jungfrauen zu bestimmen, um eine feierliche Prozession aufzuführen. So als planten sie, Apollo und Diana zurückzubringen. Dies hielt bis zu Pausanias Zeit an. Ende Zitat. Der Streit zwischen Python und Apollo in Griechenland ist einfach die Entsprechung zu dem Streit zwischen Typo und Osiris in Ägypten. Oder mit anderen Worten, zwischen Sem und Nimrod. Wir sehen hier die wahre Bedeutung und Herkunft des äthiopischen Festes, zu welchem die Äthiopier die Götter aus den ägyptischen Tempeln wegtrugen. Dieses Fest geht offensichtlich auf die Zeit zurück, als Nimrod getötet war. Und der Götzendienst sich außer unter den ergebenen Anhängern des gewaltigen Jägers nicht zu zeigen wagte, die in seiner eigenen Familie zu finden waren, der Familie Kuschs. Damals flohen die Götzendiener mit großem Weinen und Klagen mit ihren Göttern auf ihren Schultern, um sich nur irgendwo zu verstecken. Zum Gedenken der Unterdrückung des Götzendienstes und der unglücklichen Folgen, die angeblich aus dieser Unterdrückung entstanden waren, hatte der erste Teil des Festes aus einer Prozession von Trauernden bestanden. Dies wird von Mexiko und Griechenland untermauert. Und dann verwandelte sich das Trauern in Freude, zur Erinnerung an die glückliche Wiedereinsetzung dieser verbannten Götter in ihre frühere Herrlichkeit. Wahrlich eine würdige Herkunft für Papst Gregors 7-fältige Litanei und die gesamten päpstlichen Prozessionen. Der nächste Abschnitt 2 in Kapitel 5 heißt Reliquienverehrung. Nichts ist für Rom charakteristischer als die Verehrung von Reliquien. Wo immer eine Kapelle eröffnet oder eine Kirche eingeweiht wird, sie kann nicht wirklich vollständig sein, ohne dass ihr durch irgendeine Reliquie eines oder einer Heiligen die entsprechende Heiligkeit verliehen wird. Die Reliquien der Heiligen und die morschen Gebeine der Märtyrer bilden einen großen Teil des Vermögens der Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Die gemeinsten Betrügereien wurden schon hinsichtlich solcher Reliquien begangen und die unsinnigsten Geschichten von ihren wunderwirksamen Kräften erzählt, und zwar auch von Klerikern mit großen Namen in den Büchern der Christenheit. Selbst Augustinus, mit all seinem philosophischen Scharfsinn und Eifer gegen manche Form falscher Lehre, war zutiefst von dem schleichenden Geist infiziert, der zur Reliquienverehrung führte. Wer die Ungereimtheiten liest, mit welchen er seinen berühmten Gottesstaat beendet, wird sich keineswegs wundern, dass Rom einen Heiligen aus ihm machte und ihn von den Anhängern der Kirche verehren lässt. Nun, wer Englisch versteht, dem rate ich hier zu meiner Lesung von Babylon Mystery Religion, Kapitel 8, einmal an, sich das anzuschauen. Die Beispiele der Reliquienverehrung, die dort beschrieben werden, sollte sich jeder mal anhören. Natürlich ist das Buch von Ralph Woodrow basiert auf diesem Buch, also auf
The Two Babylons von Alexander Hislop, aber trotzdem werden dort Dinge erwähnt, die hier nicht Erwähnung finden. Zum Beispiel, haltet euch gut fest, dass die Vorhaut von Jesus Christus in 4 verschiedenen Kirchen ausgestellt ist. Und wir sprechen hier nicht von Teilen der Vorhaut, wir sprechen jeweils von der kompletten Vorhaut. Wenn ich damit euer Interesse geweckt habe, weil in meiner Abspielliste Babylon Mystery Religion findet ihr die Lesung meines Buches da auf Englisch. Ich habe im Augenblick 14 oder 15 Kapitel hochgeladen und da werden noch weitere folgen. Wir wollen aus den Geschichten, durch die er die vorherrschenden Täuschungen seiner Tage unterstützte, also Augustinus, nur 1 oder 2 Beispiele herausgreifen. Zitat: Als der Bischof Projectius die Reliquien des Sankt Stephan in die Stadt Aquae in die Stadt Aquae Tibillinae brachte, kam das Volk in großen Scharen zusammen, um ihnen Ehre zu erweisen. Unter ihnen war eine blinde Frau, die die Leute anflehte, sie zu dem Bischof zu führen, der die heiligen Reliquien hatte. So geschah es, und der Bischof gab ihr einige Blumen, die er in seiner Hand hatte. Sie nahm sie, also die Blumen, legte sie an ihre Augen, und auf der Stelle war ihr Augenlicht wiederhergestellt, so dass sie rasch nach vorne vor alle anderen ging, denn es war nicht länger nötig, sie zu führen. Ende Zitat. Blumen an die Augen halten, die davor ein Bischof in der Hand hatte. Und das heilt das Augenlicht. Wir sagten früher, wer es glaubt, wird selig, wer nicht glaubt, kommt auch in den Himmel. In Augustinus Tagen war die formale Verehrung der Reliquien noch nicht eingeführt. Jedoch wurden die Märtyrer, denen sie angeblich gehört hatten, bereits mit Gebeten und Bitten angerufen, und zwar mit der hohen Zustimmung seitens dieses Bischofs von Hippo, was die folgende Geschichte deutlich zeigt. Hier in Hippo, sagt er, war ein armer und heiliger alter Mann namens Florentius, der sich den Lebensunterhalt durch Schneidern verdiente. Der Mann verlor eines Tages seinen Mantel, und da er nicht in der Lage war, sich dafür einen anderen zu kaufen, kam er zu dem Schrein der 20 Märtyrer in seiner Stadt und betete laut zu ihnen, indem er sie anflehte, dass sie ihm ermöglichten, ein neues Gewand zu bekommen. Eine Schar törichter Knaben, die ihn belauschten, folgten ihm, als er wegging, verspotteten ihn und fragten, ob er die Märtyrer um 50 Pfennige gebeten habe, um sich einen Mantel zu kaufen. Der arme Mann ging schweigend weiter nach Hause, und als er in die Nähe des Meeres kam, sah er einen großen Fisch, der auf den Sand geworfen war und noch lebte. Die anderen Menschen, die dort waren, gewährten ihm, den Fisch zu nehmen, den er dann zu einem Katosus brachte, einem Koch und guten Christen, der ihm selbigen für 300 Pfennige abkaufte. Damit wollte er Wolle kaufen, die seine Frau spinnen und zu einem Gewand für ihn machen sollte. Als der Koch den Fisch aufschnitt, fand er in seinem Bauch einen Goldring, und sein Gewissen überzeugte ihn, dass er diesen den armen Mann geben sollte, von welchem er den Fisch gekauft hatte. Er tat es und sagte dabei: »Siehe, wie die 20 Märtyrer dich gekleidet haben.« Ende Zitat. Nun, die Geschichte von dem Fisch und dem Ring ist eine alte ägyptische Geschichte. Katosus, der gute Christ, war offensichtlich ein Werkzeug der Priester, die es sich leisten konnten, ihm einen Ring zu geben, den er in den Fischbauch legen sollte. Das Wunder sollte dann Verehrer zu dem Heiligtum der 20 Märtyrer hinziehen, was ihnen Gewinn einbringen und sie reichlich entschädigen würde. Ja, investier einen Ring und krieg das 1000-fache dann zurück von all den Leuten, die dann da Geld für bezahlen, um auch von diesen Wundern genießen zu können. Ne? Wie ist denn das heute mit den tränenden Madonnen und diesem ganzen Quatsch? So prägte der große Augustinus, fährt Alexander fort auf Seite 163, den Menschen die Verehrung von Toten und das Ehren ihrer wunderwirkenden Reliquien ein. Die törichten Kinder, die über das Gebet des Schneiders spotteten, scheinen mehr Verstand gehabt zu haben als der heilige alte Schneider oder der Bischof.
Männer, die sich zum Christentum bekannten, bereiteten also auf diese Weise der Verehrung aller Arten von Lumpen und morschen Gebeinen den Weg. Die gleiche Verehrung jedoch hatte in den Reichen des Heidentums geblüht, lange bevor christliche Heilige oder Märtyrer auf der Weltbühne überhaupt erschienen waren. Wo kommt es denn dann her, wenn die Verehrung im Heidentum blühte, lange bevor christliche Heilige oder Märtyrer auf der Weltbühne erschienen waren? Dann kann es ja nicht aus dem Christentum kommen. Und wenn es in das Christentum eingemischt wird, dann ist das das Vermengen des Heiligen mit dem Unheiligen. Und was sagt die Bibel darüber? Das muss ich doch nun nicht aussprechen, das wisst ihr ja wohl selber, dass man das Heilige nicht mit dem Unheiligen vermengen soll. In Griechenland war die abergläubische Achtung vor Reliquien und besonders Gebeinen der zum Gott erhobenen Helden ein auffallender Teil des Götzendienstes des Volkes. Das Werk des Pausanias, des gelehrten griechischen Altertumsforschers, ist voll von Hinweisen auf diesen Aberglauben. Wir lesen zum Beispiel von dem Schulterblatt des Pelops, dass es, nachdem es verschiedene Abenteuer erlebt und von einem Orakel zu Delphi zum göttlichen Mittel bestimmt worden war, um die Einwohner von Elis von einer Pest zu befreien unter der sie litten, als heilige Reliquie in den Gewahrsam des Mannes und seiner Nachkommenschaft übergeben wurde, der es aus dem Meer gefischt hatte. Die Gebeine des trojanischen Hektor wurden als kostbares Pfand in Theben aufbewahrt. Pausanias sagt, Zitat, sie, also die Einwohner Thebens, sagen, dass Hektors Gebeine aufgrund des folgenden Orakels aus Troja hierher gebracht wurden. Einwohner Thebens, die ihr die Stadt von Kadmos bewohnt, wenn ihr in eurem Lande zu wohnen wünscht, gesegnet durch den Besitz tadellosen Wohlergehens, so bringt die Gebeine Hektors, des Sohnes von Priamos aus Asien, in euer Gebet und verehrt den Helden gemäß dem Befehl Jupiters. Ende Zitat. Viele andere ähnliche Beispiele desselben Autors könnten angeführt werden. Man glaubte, dass die auf diese Weise sorgfältig aufbewahrten und verehrten Gebeine wunderwirkend waren. Von frühester Zeit an wurde das System des Buddhismus durch Reliquien gestützt, die mindestens ebenso gut verbürgte Wunder wirkten wie die Reliquien von St. Stephan oder den 20 Märtyrern. Im Mahavanso, einem der großen Standardwerke des buddhistischen Glaubens, wird das Einschließen der Reliquien Buddhas in einen Schrein erwähnt. Zitat: Nachdem der Überwinder der Feinde die im Reliquienbehältnis auszuführenden Arbeiten vollendet und eine Versammlung der Priesterschaft einberufen hatte, sagte er Folgendes zu ihnen. Zitat: Die Arbeiten, die von mir in dem Reliquienbehältnis ausgeführt werden sollten, sind vollendet. Morgen werde ich die Reliquien in den Schrein schließen. Ihr Herren, behaltet die Reliquien in Erinnerung. Ende beider Zitate. Wer hat nicht schon mal von dem heiligen Rock von Trier gehört? Und ich werde für diejenigen, die darüber gerne nachlesen möchten, einen Link von Wikipedia über den heiligen Rock von Trier in die Beschreibungsbox des Videos einfügen. Wer hat nicht von dem heiligen Rock von Trier gehört, der vor dem Volk ausgestellt wurde? Aus folgendem Zitat wird deutlich, dass es eine ganz ähnliche Ausstellung des heiligen Rocks Buddhas gab. Zitat: Daraufhin sprang der Neffe des Nagaraja durch seine übernatürliche Gabe bis zur Höhe von 7 Palmyra-Bäumen in die Luft, streckte seinen Arm aus und brachte dadurch an die Stelle, an der er schwebte, den Dupatupo, einen den Schrein, in welchem das Kleid eingeschlossen war, das Buddha, der Prinz Siddhartha, abgelegt hatte, als er in die Priesterschaft aufgenommen wurde, und stellte es vor dem Volk aus. Ende Zitat. Dieser heilige Rock, zwischen Anführungsstrichen, Buddhas, war zweifellos genauso echt und ebenso sehr zur Verehrung berechtigt wie der heilige Rock von Trier. Der sagt, Sarkasmus trieft aus der Stimme des Autors und ich hoffe, ihr habt meinen Sarkasmus auch gehört beim Vorlesen.
Die Ähnlichkeit macht aber hier nicht Halt. Es ist nur ein oder zwei Jahre her, also in den 1850er Jahren, dass der Papst seinem geliebten Sohn Franz Josef von Österreich als Zeichen seiner besonderen Gunst und Hochachtung einen Zahn des heiligen Petrus schenkte. Die Zähne Buddhas sind unter seinen Verehrern gleichermaßen begehrt. Zitat: König von Devas, sagte ein buddhistischer Missionar, der an einen der wichtigsten Höfe Sri Lankas gesandt worden war, um von dem Raja ein oder zwei Reliquien zu erbeten. König von Devas, du besitzt die Zahnreliquie des rechten Eckzahnes Buddhas sowie den rechten Halsknochen des göttlichen Lehrers. Herr von Devas, zögere nicht in Angelegenheiten, die die Errettung des Landes Lanka mit sich bringen. Ende Zitat. Dann wird die Wunderwirkung dieser Reliquien beschrieben. Zitat: Der Erlöser der Welt, also Buddha, nicht Jesus Christus, ne? Buddha ist der Erlöser der Welt, vollbrachte, selbst nachdem er in die parinibbanische bzw. endgültige Befreiung erlebt hatte, das ist nach seinem Tod, mittels einer Körperreliquie unendliche Taten äußerster Vollkommenheit zur geistlichen Wohltat und zum weltlichen Wohlergehen der Menschheit. Was muss er nicht alles getan haben, als der Überwinder Jesus noch lebte? In den Asiatic Researches finden wir eine Aussage über diese Reliquien Buddhas, die uns die wahre Herkunft dieser buddhistischen Reliquienverehrung offenbart. Zitat: Die Gebeine oder Glieder Buddhas waren auf der ganzen Welt verstreut, wie die des Osiris und Jupiter Zagreus. Sie einzusammeln und dann zu bestatten, war die erste Pflicht seiner Nachkommen und Nachfolger. Aus kindlicher Frömmigkeit wurde die Erinnerung an diese traurige Suche jährlich durch eine künstliche Suche mit allen möglichen Zeichen der Trauer und des Leides aufrechterhalten, bis ein Priester ankündigte, dass die heiligen Reliquien endlich gefunden waren. Dies wird bis heute von verschiedenen Tatarenstämmen der Religion Buddhas praktiziert. Und der Ausdruck, Zitat, Gebeine des Sohnes des Geistes des Himmels, Ende Zitat, ist bei den Chinesen und einigen Tatarenstämmen eigen. Hieraus wird deutlich, dass die Reliquienverehrung nur Teil jener Zeremonien ist, die zum Gedenken des tragischen Todes von Osiris oder Nimrod eingeführt wurden, der ja in 14 Stücke verteilt wurde. Diese wurden in viele verschiedene Gebiete gesandt, die von seinem Abfall und seiner falschen Anbetung angesteckt worden waren, als Abschreckung für all jene, die seinem Beispiel zu folgen versuchten. Als Abschreckung und nicht, um sie als Reliquien zu verehren. Ja? Als die Abgefallenen wieder zur Macht kamen, suchten sie zuallererst nach diesen zerstückelten Reliquien des großen Redelsführers, des Götzendienstes und bestatteten sie mit aller Hingabe. Plutarch beschreibt die Suche so, Zitat: Isis, die mit diesem Ereignis vertraut war, also der Zerstückelung des Osiris, brach noch einmal auf, um die zerstreuten Glieder des Leibes ihres Gatten zu suchen, diesmal mit einem Boot aus Papyrusbinsen, um leichter durch die niederen und sumpfigen Teile des Landes zu kommen. Und ein wahrscheinlicher Grund für die verschiedenen Gräber des Osiris, die man in Ägypten findet, ist der, dass sie immer, wenn eines seiner verstreuten Glieder entdeckt wurde, es auf der Stelle begrub. Andere vermuten jedoch, dass dies aufgrund einer List der Königin geschah, die jede dieser Städte mit einer Statue ihres Mannes beschenkte, damit Typho unfähig wäre, das wahre Grabmal zu finden, als er Horus in dem herannahenden Streit überwinden sollte. Es gelang Isis, all die verschiedenen Glieder zu finden, mit Ausnahme von einem, welches von Lepidotus, dem Phagrus und dem Oxycrinus verschlungen wurde, weshalb die Ägypter diese Fische verabscheuen. Um Wiedergutmachung zu leisten, weihte sie den Phallus und führte ein feierliches Fest zu seinem Gedenken ein. Ende Zitat. Also, sie hat alle Teile gefunden, Isis, außer einem. Ein Glied fand sie nicht. Genau den Teil des Körpers, den wir als männliches Glied bezeichnen. Den Phallus. Den weihte sie und führte ein feierliches Fest zu seinem Gedenken ein. Und das ist auch der Ursprung
der Obelisken auf dieser Welt. Da kann man zum Beispiel mal gucken, in Texas steht der größte Obelisk dieser Welt. In Washington, D.C. steht der zweitgrößte Obelisk dieser Welt. In Rom steht ein Obelisk, den sie extra aus Ägypten haben anführen lassen und dahin transportieren haben lassen und aufrecht haben erstellen lassen. Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis sich jemand bereit erklärte, das zu tun, weil, wenn ein Unglück passiert wäre, es kommt darauf an, wie man das sieht, ob das ein Glück oder ein Unglück ist, aber wenn der Unfall, sage ich dann mal, passiert wäre und dieser Obelisk wäre kaputt gegangen, dann waren alle derjenige, der die Baufirma zu der Zeit hatte und seine ganzen Mitarbeiter, würden alle getötet werden. Und über dieses Aufstellen dieses Obelisken in Rom, der übrigens heute in der Mitte des St. Peterplatzes vor dem Vatikan steht, lese ich auch in Babylon Mystery Religion ausführlicher. Also, das kann man sich dann halt immer gerne mal anhören. Aber im letzten Paragraphen auf Seite 165 fährt jetzt Alexander Hislop fort. Dies zeigt nicht nur die wahre Herkunft der Reliquienverehrung, sondern auch, dass die Vermehrung von Reliquien auf ein ehrwürdiges Alter pochen kann. Wenn sich somit Rom dessen rühmen kann, dass es 16 oder 20 heilige Röcke und 7 oder 8 Arme des heiligen Matthäus besitzt, sowie 2 oder 3 Häupter des heiligen Petrus, oder wie ich vorhin angeführt hatte, 5 vor heute von Jesus Christus, so könnte es Ägypten hinsichtlich der Reliquien des Osiris mindestens genauso. Ägypten war mit Grabmälern seines zu Tode gemarterten Gottes übersät, und manch ein Bein und Arm und Schädel, für deren Echtheit man sich verbürgte, wurden an den miteinander konkurrierenden Begräbnisstätten ausgestellt, so dass die ägyptischen Gläubigen sie verehren konnten. Ja, diese ägyptischen Reliquien waren nicht nur an sich heilig, sondern sie weihten auch den Boden, in welchem sie begraben waren. Und das ist ein Grund, weshalb eine Kathedrale immer auf alten Gräbern steht. Immer, ohne Ausnahme, weltweit. Weil diese Reliquien, diese Gebeine, weihen dann ja auch den Boden. Wo steht das in der Heiligen Schrift? Könnt ihr mal von vorne bis hinten lesen, das wird euch gut tun, aber das werdet ihr nicht drin finden. Diese Tatsache, also dass sie eben auch den Boden weihen, in dem sie begraben waren, erwähnt Wilkinson ausgehend von einer Aussage Plutarchs. Zitat: Der Tempel dieser Gottheit in Abydos wurde auch besonders geehrt und der Ort wurde von den Ägyptern als so heilig betrachtet, dass Menschen, die in einiger Entfernung davon lebten, die Erlaubnis begehrten und vielleicht unter Schwierigkeiten erlangten, ein Grab innerhalb seiner Nekropolis zu besitzen, damit sie nach dem Tode in Erde ruhen konnten, die durch das Grabmal dieser großen und geheimnisvollen Gottheit geheiligt war. Ende Zitat. Wenn die Orte, an denen die Reliquien des Osiris begraben waren, für besonders heilig erklärt wurden, versteht man leicht, wie dadurch ganz natürlich die unter den Heiden so häufigen Wallfahrten aufkommen konnten. Viele wissen vielleicht nicht, welches Verdienst Rom solchen Wallfahrten zu den Gräbern von Heiligen zuschreibt und dass eine der beliebtesten Arten, Sünden abzuwaschen im Mittelalter, darin bestand, eine Wallfahrt zum Heiligtum von Santiago de Compostela in Spanien oder zum Heiligen Grab in Jerusalem zu unternehmen. Die Wallfahrt nach Compostela ist auch heute noch Tradition unter Katholiken. Ein Freund von mir hier in Belgien, der als Lehrer arbeitet, fürchterlich, der unterrichtet die ersten paar Klassen in der Grundschule bis zur 6. Klasse, der hat das vor ein paar Jahren auch mal gemacht, diese Wallfahrt nach Compostela. Ist kein gläubiger Katholik, also kein praktizierender Katholik, lass uns mal sagen. Aber ja, er fand das einen schönen Weg, um mal zu gehen. Und ja. Naja, will ich nicht weiter draus ausweiten. Das muss jeder für sich selbst wissen. Jedenfalls die Wallfahrt nach Compostela, Santiago de Compostela, die gibt es heute immer noch genauso wie damals. In der Heiligen Schrift jedoch findet sich nicht die geringste Spur von so etwas wie einer Wallfahrt zum Grab eines Heiligen,
eines Märtyrers, eines Propheten oder eines Apostels. Schon, dass es der Herr für richtig hielt, den Leichnam Moses zu beseitigen, indem er selbst ihn in der Ebene von Moab begrub, so dass kein Mensch jemals erfuhr, wo sein Grab war, bezweckte offensichtlich, solche Gefühle gänzlich zurückzuweisen, auf deren Grundlage solche Wallfahrten entstehen. Tja, da könnt ihr mal sehen, wie weise unser Herr ist. Er weiß, wie wir solche Sachen missbrauchen würden und gibt uns gar nicht erst die Gelegenheit dazu. Wunderbar! Haben wir nicht einen fantastischen, wunderbaren Vater, der so gut für uns sorgt, dass er so viel versucht, uns abzuschirmen von diesen heidnischen Bräuchen und Traditionen, indem er uns ganz deutlich macht, dass so etwas nicht nach seinem Sinn ist? Und wenn man bedenkt, woher Israel gekommen war, durch welche ägyptischen Vorstellungen sie verunreinigt waren, wie es sich in der Geschichte vom goldenen Kalb zeigte und welch hohe Verehrung sie für Mose empfunden haben mussten, muss doch die Weisheit Gottes in der Beseitigung seines Körpers offenkundig sein. In dem Land, in welchem Israel so lange gewohnt hatte, gab es zu bestimmten Zeiten im Jahr großartige und prunkvolle Wallfahrten, und diese wurden oft von derben Ausschweifungen begleitet. Herodot berichtet, dass sich zu seiner Zeit die Menge derer, die jährlich auf Wallfahrt nach Bubastis gingen, auf 700.000 Personen belief und dass dann mehr Wein getrunken wurde als zu irgendeiner anderen Zeit im Jahr. Die Zeit von Herodot ist ungefähr zwischen 490 und 424 vor Christus, und auch darüber, wer Herodot war, füge ich einen Link in die Beschreibungsbox des Videos ein. Könnt ihr euch dann ja nach der Lesung oder so anschauen. Folgendermaßen beschreibt Wilkinson eine ähnliche Wallfahrt nach Philae. Zitat: Neben der Feier der großen Mysterien, die in Philae stattfanden, wurde zu einer bestimmten Zeit eine große Zeremonie durchgeführt, bei der die Priester in feierlicher Prozession sein Grab besuchten und es mit Blumen schmückten. Plutarch behauptet sogar, dass zu jeder anderen Zeit der Zutritt zu der Insel verboten war und kein Vogel darüber flog und kein Fisch in die Nähe dieses geweihten Bodens schwamm. Ende Zitat. Nun, dies scheint nicht nur eine Prozession der Priester der unmittelbaren Nachbarschaft des Grabes gewesen zu sein, sondern tatsächlich eine nationale Wallfahrt. Denn Diodorus sagt, Zitat, das Grabmal des Osiris in Philae wird von allen Priestern in ganz Ägypten verehrt. Ende Zitat. Wir haben keine so exakten Informationen über die Reliquienverehrung in Assyrien oder Babylon. Aber da der babylonische Gott in Ägypten unter dem Namen Osiris verehrt wurde, gibt es doch genügend Nachweise dafür, dass in dessen eigenem Land seinen Reliquien die gleiche abergläubische Verehrung entgegengebracht wurde. Es wurde bereits erwähnt, dass der babylonische Zoroaster angeblich sein Leben freiwillig als Opfer gab, als er starb und, Zitat, beauftragte seine Landsmänner, seine Überreste zu behüten, Ende Zitat, wobei er ihnen versicherte, dass von der Einhaltung oder Vernachlässigung dieses Sterbebefehls das Schicksal ihres Reiches abhing. Nun, das klingt ganz interessant und da gibt es auch noch weitere Informationen zu. Da müsst ihr euch dann noch ein bisschen gedulden. Da kommen wir zu in Kapitel 7, Abschnitt 1, was darüber im Zusammenhang mit Phaeton gesagt wird. Das ist ja noch ein Stückchen weg. Wir sind ja gerade erst in Kapitel 5. Also Motivation, um dran zu bleiben und mehr zu lernen. Entsprechend erfahren wir von Ovid, dass Bustanini, das Grab des Ninus, lange Zeit danach eines der Monumente Babylons war. Vergleicht man nun den Tod und die erdichtete Auferstehung des falschen Messias mit dem Tod und der Auferstehung des Wahren, als er tatsächlich erschien, so kann man erkennen, dass hier ein bemerkenswerter Gegensatz besteht. Als der falsche Messias starb, wurde Glied für Glied abgetrennt und seine Knochen wurden über das Land verstreut. Als der wahre Messias starb, sorgte die göttliche Vorsehung dafür, dass sein Leichnam unversehrt blieb und das prophetische Wort sich genau erfüllte. Zitat: Es soll an ihm kein Bein gebrochen werden. Ende Zitat.
Als wiederum der falsche Messias auferstanden sein soll, geschah diese Auferstehung in einem neuen Leib, während der alte Leib mit all seinen Gliedern zurückgelassen wurde, woraus deutlich wird, dass die Auferstehung nur eine Täuschung und Fälschung ist. Als jedoch der wahre Messias als Sohn Gottes mit Macht durch die Auferstehung von den Toten erklärt wurde, fand man das Grab absolut leer, obwohl es durch die bewaffneten, ungläubigen Soldaten Roms eifrig bewacht wurde. Und kein Leichnam des Herrn wurde je danach gefunden, noch wurde dies behauptet. Die Auferstehung Christi steht daher auf einer ganz anderen Grundlage als die des Osiris. Vom Leib Christi, das liegt in der Natur der Sache, konnte es freilich keine Reliquien geben. Deswegen hat ja die römisch-katholische Kirche an 4 Stellen die Vorhaut bewahrt, ne? Um das babylonische System weiterzuführen, glich Rom den Mangel mittels der Reliquien der Heiligen aus, und nunmehr nahmen die Reliquien des heiligen Petrus und des heiligen Paulus, des heiligen Thomas A. Becket und des heiligen Lawrence O'Toole im Papsttum die gleiche Stelle in der Verehrung ein wie die Reliquien des Osiris in Ägypten oder des Zoroaster in Babylon. In Abschnitt 3 geht es um das Bekleiden und Krönen von Bildnissen. Aber das wird ein bisschen länger, und da ich schon 50 Minuten vorgelesen habe, lasse ich das hierbei und vertröste euch damit auf die nächste Lesung. Wie ihr gehört habt, habe ich so ziemlich meinen Spaß hierbei, obwohl das eigentlich eine ziemlich ernste Angelegenheit ist, und ich will das auch gar nicht, will den Ernst der Sache auch überhaupt nicht bestreiten. Nur, ich kann manchmal nicht umhin, wenn ich sehe, wie lächerlich die Traditionen der römisch-katholischen Kirche heutzutage sind. Wie lächerlich die sind, und dass es dann mehr als 1,3 Milliarden Menschen auf dieser Erde gibt, die sich praktizierende Katholiken nennen und die in die Messe gehen und den Eucharist, diese Oblate, ja, hoc est corpus meus, womit der Priester dieses Stück Brot verwandelt in den wahrhaftigen Leib, in das Blut, in den ganzen Körper, die Seele und die ganze Göttlichkeit Jesu Christi. Wie diese Leute in diese römisch-katholische Kirche gehen, diese Messe und den Eucharist folgen und diese ganzen Traditionen und diese Reliquienverehrung und diese Wallfahrten und solche ganzen Sachen mitmachen. Ich verstehe es manchmal einfach nicht, und mir fallen dann nur die Worte ein, die Adam Weishaupt damals zugeschrieben hat. O närrischer Mensch, was kann man dich nicht alles glauben machen? Adam Weishaupt, der die Illuminaten im Auftrage von Lorenzo Ricci, dem schwarzen Papst, damals gründete. Als Frontorganisation, nachdem Lorenzo Ricci die Jesuiten verbieten ließ. Ja, der Papst hat die Bulle geschrieben, aber das passierte alles im Auftrag des schwarzen Papstes, des Generals der Gesellschaft Jesu. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, und ihr habt meine Vorträge nicht gesehen, kann ich euch anraten, sich mal die Vorlesungen von mir anzuhören, die ich mache über Herrscher des Bösen. Also eine Zusammenfassung des Buches Rulers of Evil, das ich komplett in Englisch vorgelesen habe. Also wie gesagt, ich mache mich hier nicht lustig über den Autor oder irgendwas in diesem Buch, ganz sicherlich nicht, aber ich habe wirklich meinen Spaß, wenn ich das vorlese. Und wenn ich mir dann merke, wie komplett närrisch die Leute manchmal sind, ja, da kommen mir manchmal die Tränen vor Lachen, und das muss ich dann halt auch irgendwie im Lesen zum Ausdruck bringen. Trotzdem, nächstes Mal fahren wir fort, am Ende der Seite 167 mit Abschnitt 3 in Kapitel 5, das Bekleiden und Krönen von Bildnissen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Gott schütze und segne euch. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Hour of the Truth. Stunde der Wahrheit. Meldet sich ab und sagt Tschüss.